So, herzlich willkommen. Our front agenda, the European curator and the European, the Senegalese diaspora artist. And we will begin with a screening of a film that shows a very interesting performance event that took place in the Dakar Off program during the Dakar Biennial in 2012. And I'm Samuel Schirke, and Entschuldigung, ich muss ja Deutsch sprechen. Ich war in der falschen Sprache. Ich bin Samuel Schirke, wissenschaftlicher Leiter des Europa-Finden-Forschungsprojekts, von dem auch diese Ausstellung entstanden ist. Und ich darf heute die vier Personen vorstellen, die wir heute auf dem Podium haben. Ich erzähle nur ganz kurz zum Ablauf. Wir haben zuerst eine Vorführung des Filmes. Dieser Film ist sonst auch in einem kleineren Format in der Ausstellung selbst als eine Dokumentation der Filmfans zu sehen, die Daniela Swarovski, die Kuratorin der Ausstellung, im Vorfeld der Ausstellung organisiert hat, um verschiedene Themen des Projektes zu der Wahl zu stellen. Der Film ist eine gemeinsame Arbeit von Daniela Swarovski und Manch muss ich sehen. Ich stelle erstmal kurz alle Personen vor. Mansoussis Kanakassi ist Gewinner des Hauptpreises der Dakar Biennale des Arts 2008. Er ist geboren in Dakar, studierte von 1973 bis 1977 Bildhauerei am Institut National des Arts in Dakar und er lebt zurzeit in Berlin. Seit 2001 arbeitet er unter anderem im Rahmen des künstlerischen Projekts Laboratoire de Debernisation, das von ihm gemeinsam mit Baruch Gottlieb und Christian Hanusek, der auch heute hier mit uns ist, in Berlin gegründet wurde. Ein Kunstprojekt, das sich als Beitrag zum Nord-Süd-Dialog versteht und sich zum Ziel gesetzt hat, eine Diskussion über die postkolonialen Gegebenheiten in Afrika anzuregen. Zusammen mit Mansour arbeitet er an diesem Werk, das wir heute sehen, Daniela Swarovski, die Kuratorin diese Ausstellung. Sie ist Künstlerin, Kuratorin und Filmemacherin, ursprünglich aus Wien, arbeitete Ende 90er Jahre, Anfang 2000er in New York, danach in Rotterdam in den Niederlanden und seit 2010 beim Research of Europe Projekt. Ihre Arbeit fokussiert auf Arbeitsprojekte, wo sie versucht, verschiedene Situationen von Dialog zu initiieren. Zuletzt, bevor sie hier nach Berlin kam, arbeitete sie mehrere Jahre in Rotterdam, vor allem um die Thematik von Migration in verschiedenen Projekten. In dem ISO Pre-Event, zu dem eben auch diese Version, diese auch Run Agenda gehört, ist sie bewusst aus der üblichen Kuratorenrolle herausgetreten, um ihre eigene Position zur Debatte zu stellen, was auch insofern zu dem ganzen In Search of Europe Projekt gehört, weil auch unser Projekt in gewissen Sinne Teil der Problematik ist, die wir versuchen zu untersuchen und kritisch zu beschreiben. Anschließend, nach dem Film, werden wir eine kurze Diskussionsrunde haben und dann werden wir, Entschuldigung, ich komme durcheinander mit meinen Papieren, weil ich die Information auf zwei Blättern habe, kommen wir zu dem nächsten Schritt der Diskussion mit Input und Standpunkten von Kerstin Pinter und Christian Hanusek, beide hier in Berlin angesiedelt. Christian Hanusek ist Künstler, Autor und Kurator. Er ist Mitglied von Metrozones, Center for Urban Affairs. Er studierte Kunst und Kunsttheorie an der Städelschule in Frankfurt am Main und bei Ateliers 63 in Haarlem in den Niederlanden. In seiner Arbeit verbindet er Malerei mit Film und Video. Und zu Kunst aus Afrika hat er Texte geschrieben sowie Ausstellungen kuratiert, darunter Meanwhile in Africa, Artist Groups, Art Initiatives and Art Journals in Africa. Und zusammen mit Kerstin Pinter und Marissa Förster hat er die Ausstellung und das Buch produziert, Aktivismus statt Medien und Kunst. Kerstin Pinters ist wiederum eben auch durch diese Zusammenarbeit und mit der Zusammenarbeit mit ISOE verbunden. Sie studierte Kunstgeschichte, Ethnologie und Theaterwissenschaften an den Universitäten Frankfurt am Main und in München. Sie promovierte bei Professor Dr. Heike Behrendt am Institut für Afrikanistik der Universität Köln. Nach Forschungs- und Lehrtätigkeiten in Frankfurt, München, Köln und Bayreuth war sie anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie an der Universität Frankfurt am Main und seit April 2010 ist Juniorprofessorin für die Kunst Afrikas am Kunsthistorischen Institut
an der Freien Universität in Berlin. Und diese Position wurde erfreulicherweise auch erneuert. Und es ist auch eine große Ehre für uns, Sie hier zu haben, weil Sie auch die Doktorarbeit von Vanessa Diaz betreut, die wiederum mit der Künstler Jemus aus Maputo zusammenarbeitete. Und Jemus' Werk Alignment of Values ist auch hier in der Ausstellung zu sehen. Kerstin Winters hat mehrere Ausstellungen kuratiert, darunter Snap Me One, Studio Fotografie in Afrika, das 1998 bis 2001 lief. Black Paris, Kunst und Geschichte einer afrikanischen Diaspora, 2006 bis 2008. Crossing Munich, Orte, Bilder und Debatten der Migration, 2009 und 2010. Und zuletzt Afropolis, Stadt, Medien und Kunst, die ja auch schon erwähnt wurde, 2010 und 2011. Es ist für mich eine große Ehre, diese Runde hier heute willkommen zu heißen. Elle est très importante. Sinon, nous ne serons pas les dépositaires de notre propre mémoire. Je crois que la Biennale de Dakar est une belle initiative parce que c'est la seule biennale sur tout le continent africain. Nous avons l'Afrique à 54 États. La biennale, elle aide en termes de promotion, si vous voulez, pour la visibilité des arts africains contemporains. Ils nous accompagnent. Et parce qu'il y a un marché international, il faut cette biennale. Mais regardez autour de la biennale, il y a plusieurs experts qui sont venus d'ailleurs, de l'Europe, des États-Unis. Vous voyez des curateurs, des commissaires qui viennent. Chaque personne vient pour ses intérêts et pour les nouveaux découvertes. La biennale permet à d'autres de découvrir des talents et quand ils viennent, il y a des gens qui passent au village des arts, il y a des gens qui sont dans le off et qui circulent et qui voient des nouveautés et qui ils peuvent être des résultats ou des sources de financiers, si vous voulez. Hein? Mais c'est donc quel intérêt de parler d'art contemporain ici au Sénégal? C'est que pour une élite? Mais bien sûr, cet art-là, ce n'est que pour quelque peu de Sénégalais, les nouveaux riches, si vous voulez, et quelque peu de Sénégalais privilégiés qui peuvent s'en payer, parce que les œuvres d'art coûtent cher en général. Vous n'allez pas me dire que les œuvres de Zulu Mbaye, vous les retrouvez dans tous les salons sénégalais, ou d'un El Hadji ou d'un sculpteur André Djibril Diop, que vous le trouvez n'importe où. Ich wollte mich als Kuratorin, als Projektionsfläche mehr oder weniger, weil ich komme dorthin, ich schaue mir Künstler an, ich gebe vielleicht Aufträge, das ist das, was viele machen. Und ich wollte mich in dieser Situation mit meiner eigenen Rolle konfrontieren und das aber gemeinsam mit jemandem machen, der mich auch in die Geschichte Senegals und in seiner eigenen Position als Künstler mehr oder weniger einführte. Und ich meine, wir haben einen Dialog schon einige Zeit davor begonnen. Wir haben uns zwei oder dreimal in Berlin getroffen und haben dann ein Wochenende im Senegal davor in Mansours Haus zusammengearbeitet und haben einen Dialog geschrieben, wo wir versucht haben, die Themen, die irgendwie in diesen Gesprächen herausgekommen sind, herauszuarbeiten und daraus ein Gespräch zu machen. Also zu einer Performance sind wir nie wirklich gekommen. Aber wie man sieht, sind eigentlich die Themen, die ursprünglich vielleicht für mich wichtig waren oder wo ich gedacht habe, dass es auch um diese Position als Kuratorin aus Europa kommend, dass das irgendwie wichtig ist, aber das war nicht wirklich wichtig. Es ging Mansour vor allem um ganz andere Themen, die dann einfach immer mehr in den Vordergrund gekommen sind, wo meine Rolle vielleicht, also ich habe vielleicht ein paar Fragen gestellt, aber mehr war es nicht. Ich bin ja auch nicht die Spezialistin dafür, er ist der Spezialist. Also ich denke, es geht auch darum, dass eigentlich diese Plattform, die wir da eröffnet haben, eigentlich dann von Mansour und seinen Kollegen, Künstlerkollegen und so weiter eigentlich, weil die wissen, worum es geht. Also die wissen auf jeden Fall, der Diskurs läuft ja dort und es ging ja auch darum zu wissen, was dort eigentlich die Themen sind. Aber vielleicht magst du. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Ich glaube, das ist immer noch schwierig,
zu beantworten. Ich habe Daniela ZKM kennengelernt. Alles ist kurzfristig. Kurzfristig, weil die hat mich angefragt, möchtest du gerne mit mir also zu dieser Diskussion kommen? Natürlich, ich habe ja gesagt, und was mir interessiert, immer die andere Perspektive zu sehen und vor allem diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Visionen. Und das war mir sehr wichtig, mit Daniela nach Dakar zu fahren, wie sie alles erzählen. Und einige Sachen war völlig improvisiert. Die Vorbereitung war ganz kurzfristig. Wir sind in die Villa Gottfried gegangen, um dort nochmal die Lektüre und die These nochmal zu gucken und so. Sie haben das wahrscheinlich erfahren, das war alles wie eine Baustelle. Wir haben Papier, wir haben gefummelt und gelesen und gucken, wie man besser zu dieser Thematik kommt, weil ein sehr komplexes Thema ist, bis heute immer gewesen ist. Ja, danke. Gibt es hier direkt zu dem Film oder zu der Diskussion weitere Kommentare? Wer sieht? Das war keine direkte Frage, doch darf es ja wunderbar. Also erstmal muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, der Beitrag. Ich bin überrascht. Und ich fand sehr gut, dass die Position der senegalesischen Künstler, die da im Film zum Sprechen kamen und zum Sagen kamen, dass das auch so gut rübergekommen ist. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wäre Europa jetzt bereit, die Erinnerungen Afrikas an den Kontinent zurückzugeben? Und was würden dann in diesen Ländern diese Künstler mit diesem Wissen, was sie hätten, wie würden sie damit umgehen in der jetzigen Situation? Wenn man Europa als Gedächtnisträger, das war ja irgendwie der Ausgangspunkt gewesen, ja, sieht, also er ist der Kühlschrank, da sind die Sachen aufbewahrt, die sind jetzt bisher einseitig interpretiert worden, eurozentristisch. Und jetzt gibt man aber diese Erinnerungen zurück. Was würden die Personen jetzt an dem Ort, jetzt mit dem Kühlschrank, mit dem Inhalt wieder machen? Wie würden sie zurück wieder zu ihrer eigenen Erinnerung kommen? Oder wie würden sie ihre Erinnerung definieren? Ich glaube, teilweise, ich habe diese Antwort auch gegeben in den Film. Und die Situation ist so, alles, was wir gelernt und in unserem Leben, teilweise haben wir bei uns in Afrika was gelernt, unsere Kindheit. Und danach, was kommt, alles, was danach kommt, ist europäische Perspektive. Wir sind zur europäischen Schule gegangen, wir haben die Sprache gelernt und wir sind mit 7 Jahren, schon Alter von 7, mit unserer eigenen Muttersprache getrennt, weil wir sind zur französischen Schule gewesen. Diese mündliche Überlieferung bietet uns keine Schrift. Und das ist genau so dieses Paradigma, wo wir gelandet sind, an den Diskurs. Und wenn alles westlich geprägt ist, das ist so, wenn wir in die europäische Schule gegangen sind, Afrikaner, heutzutage ist Leben hier teilweise. Also ich glaube, ich habe schon die Antworten gegeben. Das ist Daniela. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich denke, ich finde, Mansour hat die Antwort gegeben, dass die neuen Medien eine ganz wichtige Rolle spielen können. Wobei, ich meine, ich bin keine Afrika-Spezialistin. Ich war das erste Mal dort. Ich war 2 Wochen dort und ich kann nicht sagen. Ich habe schon gesehen, es gibt sehr viele Schulen, die neue Medien unterrichten, wo junge Menschen das lernen können. Die kosten natürlich Geld. Sehr viele Leute können sich das nicht leisten. Ich kann wirklich nicht einen großen Überblick darüber geben, wie weit diese Arbeit auch wirklich schon jetzt und von wem geleistet wird. Also ich bin mir sicher, es gibt natürlich Künstler und es gibt Leute, die schreiben auch dort. Ja? Also, aber ich kann diese Frage nicht beantworten. Frage, ob
du glaubst, dass diese Diskussion zum Beispiel anders verlaufen wäre, wenn Leute, sag ich mal, aus anderen Kontexten oder Kunstkontexten in Dakar, anderen Kunstorten dabei gewesen wären, ob die vielleicht manche Fragen anders beantwortet hätten, auch vielleicht das nochmal stärker aufgenommen hätten. Es gab ja so ein paar Punkte, wo auch die Frage auftauchte, wer definiert eigentlich, wer interessiert sich eigentlich für das, was auf der Dakart gezeigt wird, was ist die Rolle der europäischen Kuratorin. Also vielleicht auch so, um das ein bisschen vorwegzunehmen, dass ich auch den Eindruck hatte, es ist natürlich auch, es wird ja auch angesprochen im Film, dass es bestimmte Leute sind, ihr kennt euch alle schon sehr lange, aber es könnte es nicht auch andere Kunstkreise, Kunstzirkel, Künstler, Künstlerinnen geben, die auch die Frage nach der Geschichte oder nach dem Archiv und dem Engagement damit auch nochmal anders beantwortet hätten. Ja, Kerstin, Sie haben gesehen, dass in diesem Film gibt vier Protagonisten. Wir beide, Daniela und ich, und zwei Intervenanten, oder drei. Und die drei Intervenanten, einer ist Soziologe, der Professor an der Dakar Universität Mamawa, der andere ist ein Soziologe, Alpha Diallo, der in Lyon ist an der Uni. Der war in Dakar Biennale zu der Zeit, aber er lebte in Frankreich zwischendurch und war Zulumbay, ein Künstler. Natürlich, Ihre Frage wäre interessant, natürlich unterschiedliche Intervenanten, und das war so begrenzt, damit wir so wenig von das Publikum. Wir haben eine große Erwartung natürlich von einer massive Partizipation von Menschen von Dakar, besonders vor allem die Künstler. Wie sind die, weil ich lebe ganz anders. Also ich bin in einer anderen Form von Kunst heutzutage. Man merkt das, wenn Zulu selber redet. Er ist ja Maler. Er ist Maler, ein Autodidakt auch, der ist nicht in die Schule gewesen, wie ich zum Beispiel an der Akademie, und er ist also ein Autodidakt, aber ist weltverreist. Der war der Vorsitzende dieses Senegalesischen Kunstverein, und er weiß, wovon er redet. In seiner Perspektive, was er sagt, ist akzeptiert diese Vielfalt, aber ich kann nur unter meiner Perspektive, meiner Vision reden, meine Meinung auch so äußern, also wie ist die Situation sieht. Und für mich, das ist ganz klar, diese Kunst, was wir heute praktizieren, ist wirklich, was ich von den Westen gelernt. Das ist kein Ahnenkult, das ist keine rituale Kunst, was ich mache, aber das ist Gegenwart und eine Antwort für die gesamte Problematik unserer Gesellschaft seit Alter der Globalisierung. Ja, vielen Dank. Wir hatten das Problem, das hat Mansour ja angesprochen, dass währenddessen genau gleichzeitig, wie wir unsere Performance, so wie man das nennen will, gemacht haben, zwei der berühmtesten Intellektuellen Afrikas zwei Parallelveranstaltungen hatten. Dort waren alle Leute, bei uns waren sehr wenig Leute, das hat man ja auch mitgekriegt. Das heißt, diese Frage, die du gestellt hast, also ich kann sie auch wieder mal nicht beantworten, aber was wir machen, wir wollen nächstes Jahr bei der Dakar den Kunden zeigen, und zwar rechtzeitig angekündigt und an einem guten Platz. Es wird wahrscheinlich das Goethe-Institut sein, und wir hoffen, dass wir dort sehr viel mehr Publikum haben werden und auch andere Reaktionen auf die Fragen, die hier gestellt werden. Ich finde den Film eigentlich so ziemlich interessant. Ich kenne Dakar schon sehr lange, seit 25 Jahren ungefähr war das sehr oft und war viel in solchen Diskussionen. Und ich finde die Diskussion, auch wenn nur sehr wenige Künstler teilgenommen haben, fand ich sehr, sehr typisch für Diskussionen, die dort geführt werden.
ich habe jetzt auf Einladung hin und nachdem ich den Film ein paar Mal gesehen habe, versucht, weil ich denke, ein bisschen ein Problem ist ja, dass diese Begriffe, afrikanische Kunst und so weiter, sich oft als Minenfeld erweisen. Man wird ja oft in Diskussionen damit konfrontiert, das gäbe es gar nicht und alle möglichen anderen. Und deshalb wollte ich jetzt eigentlich mal versuchen, anhand von ein paar Thesen diese Begriffe, afrikanische Kunst, europäischer Kunstbegriff und sowas, ein bisschen versuchen darzustellen aus meiner Perspektive und vielleicht auch daraus Lösungen für oder Antworten oder mögliche Antworten auf diese Fragen formulieren, die jetzt auch in der Diskussion gestellt werden. Ich will eigentlich damit anfangen, dass der die Definition Kunst auf afrikanische kulturelle oder Objekte, sagen wir mal, eigentlich schon beginnt mit einem ziemlich großen Übergriff. Es wurde, als man anfing, afrikanische Kunst zu sammeln, wurde davon ausgegangen, im 19. Jahrhundert, davon ausgegangen, dass diese Kunst eine statische sei, also sich nicht entwickelt, dass sie einen Einblick, also wie der ganze Kontinent, das gibt von Hegel und so weiter, da Texte dazu, dass es eine statische Kunst sei und dass die Einblick in Frühformen der Menschheit gebe und sowas. Und dass deshalb auch, als dann der Kolonialismus in Afrika hereinbricht und diese ganzen Umwälzungen sind, dass diese Kunst praktisch dazu verdammt sei, zu verschwinden. Die kann sich gar nicht entwickeln, so die Theorie damals, deshalb muss sie aufhören. Das ist auch eine Ideologie, die bis heute fortbesteht. Das sieht man im Kunstmarkt beispielsweise. Die Kolonialisierung wird wie eine Zäsur benutzt, also alles, was nach der Ankunft der Europäer produziert wurde, ist wertlos, nicht authentisch und so weiter. Das ist, im Grunde genommen wurden die Afrikaner durch diese Ideologie von ihrer eigenen Tradition abgeschnitten, würde ich sagen. Das ist mal so eine These. Die zweite These betrifft dann die ersten Kunst, die kolonialen Kunstschulen, also die postkolonialen Kunstschulen. Die waren dann nämlich so, dass also nachdem man praktisch den Afrikanern ihre eigene Kunst quasi geraubt hatte, würde ich so sagen, dass man dann jetzt keineswegs damit, sagen wir mit einem europäischen Kunstbegriff kam und sagt, jetzt bringen wir euch mal unseren Kunstbegriff, dann könnt ihr zeitgenössische Kunst machen, ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Es gab Kunstpädagogen, die damals in Afrika tätig waren, in Dakar zum Beispiel Pierre Lotz, der so ein Musterbeispiel ist, das waren künstlerische Dilettanten, die in Europa weder als Künstler noch als Theoretiker von irgendjemandem ernst genommen worden sind, die da unterrichtet haben. Die haben, deren Ideologie war ungefähr so, wir müssen die Afrikaner ganz bewusst vom europäischen Kunstbegriff, vom akademischen Kunstbegriff fernhalten. Die dürfen damit gar nicht erst kontaminiert werden, weil das stört nur deren eigene Expressionsfähigkeit und so weiter. Die, also deren kreatives Potenzial liegt nämlich bei ihm im Blut und das darf also durch zum Beispiel eine akademische Ausbildung keineswegs gestört werden. Beispielsweise, wenn Zulu Bayle da im Video sagt, er hat seine Kunst ist in seinem Blut, dann reproduziert eigentlich genau diese europäische, sehr übergriffige Ideologie, meiner Meinung nach. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, dann könnte man sagen, dass, aber gleichzeitig muss man dazu noch sagen, dass diese, was da jetzt so ganz alleine aus dem Blut heraus der Afrikaner entstehen soll, natürlich dann, man muss fast sagen, banale Erzeugnisse waren. Diese Kunstpädagogen waren eigentlich noch so orientiert, 50er, 60er Jahren, an so einer späten École de Paris, Montmartre oder sowas, als natürlich, sagen wir mal, im internationalen Kontext Kunst längst ganz woanders war. Ja, da gab es Abstract Expressionism, Pop Art, Minimal und so weiter. Aber alles das wollte man durch den Afrikanern gar nicht erst zeigen. Ja? Also die sollten jetzt ihren Stil von irgendwelchen Basken, Mützen, Leute auf Montmartre malen. Dadurch wurde, das war natürlich auch eine Kunst, die international gar nicht, also eine Kunstauffassung ernst genommen wurde. Und damit wurde afrikanische Kunst eigentlich auch von vornherein eigentlich so ein bisschen abgewertet und in so eine Ecke geschoben, würde ich sagen. Also im Grunde genommen ein bisschen
Kunst jetzt hier von zwei Seiten in der Zwickmühle genommen oder die Kunstszene Afrikas, würde ich sagen. Also zum einen die von der Tradition abgeschnitten, aber zum anderen nicht wirklich reingelassen, sagen wir mal, in den europäischen Kunstbegriff, in Ernst zu nehmen. Dann gab es natürlich Künstlergenerationen ab den 90er Jahren, das hat mich nicht mehr gefallen lassen. Es gab dann sehr stark eine Bewegung, die also unter dem Label Contemporary African Art einen Zugang zu nationalen Kunstinstitutionen suchte. Es gab auch ganze Zeitschriften, Kuratoren und so, die es promotet haben. Und das waren Künstler, die oft dann im Ausland studiert hatten oder auch im Ausland lebten, Kunsthistoriker auch. Und die dann das auch größtenteils geschafft haben. Also heute muss man schon sagen, dass eigentlich fast alle großen Galerien auch noch afrikanischen Künstler haben und so. Es hat sich dann aber so eine Art Spaltung ergeben, und das kommt auch indirekt, glaube ich, in dem Video, dass es quasi so zwei getrennte Kunstszenen gibt. Auf der einen Seite die Internationalen, die in New York, Paris, London leben und in teuren Galerien ausstellen, und auf der anderen Seite eine Kunstszene in Afrika, die doch eigentlich immer noch weitgehend provinziell ist, hat viel damit zu tun, dass es da kaum Institutionen gibt, die international vernetzt oder ernst genommen werden. Und dass es also die Künstler vor Ort eigentlich sehr schwer haben. Also das, sagen wir mal jetzt auch dass sich überhaupt so eine Kunstszene bilden kann, weil die braucht ja eigentlich auch so einen gewissen Support und so weiter. Also nicht nur finanzieller Art, sondern auch im Austausch, auch mit einer Theorie und so weiter. Jetzt ist halt diese, man kann sagen, dass sich jetzt zwar so eine internationale Contemporary Art Szene, African Contemporary Art Szene ausgebildet hat, dass die aber auch auf dem Kontinent sehr fremd bleibt. Ist auch teilweise angesprochen worden, selbst bei so einer Dakar Biennale gibt es kaum ein afrikanisches Publikum, das dahin geht überhaupt. Es ist diese Contemporary African Art repräsentiert zwar Afrika, aber dann eben von London, New York aus und so weiter. Und das geht dann doch auch im Gefühl der Afrikaner oder afrikanischer Künstler eigentlich vollkommen an ihnen vorbei. Also auch das, im afrikanischen Publikum wird es kaum rezipiert. Also man kennt diese Künstler kaum, weil die da kaum ausstellen, man kaum präsent werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man, also ich habe jetzt diese drei, sagen wir mal, Punkte genannt, wie sich so solche auch Kunstbegriffe herausbilden, und die Frage wäre ja, wie könnte man das wieder zusammenbringen? Also wie könnte man wieder eine afrikanische Kunst in Afrika produzieren, die auch ein afrikanisches Publikum anspricht, weil wie könnte man das wieder verbinden? Ich denke mir, und die Frage ist ja dann auch, liegt es jetzt an diesem europäischen Kunstbegriff, der da so übergriffig über alles drüber gestülpt wird, indem man in Afrika eigentlich gar nichts anfangen kann? Müssen die Afrikaner einen eigenen Kunstbegriff entwickeln? Ich würde sagen, nein. Der europäische Kunstbegriff ist ja vielleicht ein sehr idealistischer, also die Vorstellung von einem autonomen Bereich der Kunst, der nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Interessen oder anderen Institutionen. Also ist einerseits ja so ein Ideal, aber das würde sagen, darf man auch nicht so absolut sehen, weil zum Beispiel als der Kunstbegriff selbst entwickelt wurde im 19. Jahrhundert oder Ende des 18. schon, da hatte sich ja gerade die Kunstgeschichte hat sich ja sehr stark auf Kunstepochen dann gerichtet, wie Gotik, Renaissance, Barock und so weiter, als Künstler überhaupt nicht im Rahmen dieses Begriff ist von der autonomen Kunst gearbeitet haben. Ganz im Gegenteil, die haben eigentlich genauso gearbeitet wie ihre Kollegen in Afrika auch. Also das heißt, da wird ein Fürstenhof oder sie haben irgendwelche Rituale organisiert oder sowas. Und trotzdem
war dieser Kunstbegriff in der Lage, da in diesen Praxen auch sowas wie ein Kunst, ja, Kunst rauszufiltern, zu sagen, das ist doch jetzt was man sagen kann, das ist, obwohl es in so einem Kontext entstanden ist, Kunst. Außerdem hat sich der Begriff ja dann auch sehr stark internationalisiert, ist ja jetzt längst nicht mehr nur in Europa geformt worden, sondern weltweit weiterentwickelt worden. Er ist auch sehr stark erweitert worden, zum Beispiel durch, auch durch künstlerische Praxen wie Dada oder Flux, also sehr stark entgrenzt worden. Ich denke mir, wenn man den, man kann dann auch gar nicht mehr von einem europäischen oder westlichen Kunstbegriff meiner Meinung nach reden, das ist eigentlich heute ein internationaler Kunstbegriff, der vielleicht mal in Europa begründet wurde, aber der eigentlich heute von allen benutzbar wäre. Und eigentlich denke ich, dass er auch sehr, sehr viel beinhaltet, was, was weit darüber hinausgeht, wie er im Moment benutzt wird im Feld des afrikanischen Kunst. Also ich glaube eigentlich, man könnte mit diesem Kunstbegriff, gerade wenn man beispielsweise auch jetzt mehr so performative oder kollektive kulturelle Phänomene sich anschauen würde und analysieren würde, auch historisch, könnte man auch, glaube ich, afrikanische Kunstgeschichte völlig neu schreiben. Auch wenn sie sich vermischt, auch wenn neue Medien dazukommen und so weiter, ist es ja trotzdem afrikanische Kultur. Also nur dadurch, dass man so jetzt eine Videokamera benutzt, ist es ja nicht automatisch europäische Kultur. Ich denke mir, man muss, man muss gerade schauen, wo kulturelle Praxen fortbestehen, sich vielleicht vermischen, weiterentwickeln und so weiter. Und da würde ich eigentlich Ansätze sehen, sowohl für eine Kunstproduktion in Afrika als auch für eine Kunsttheorie. Ja, das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu verbinden, den kulturellen afrikanischen Raum mit einer afrikanischen Kunstproduktion. Zunächst natürlich muss ich Christian recht geben, also die Skizze, die er vorgenommen hat, die würde ich natürlich ganz ähnlich machen und ich würde das ganz ähnlich einschätzen. Ich würde vielleicht noch unterstreichen wollen oder ergänzen wollen, dass ich immer die Frage nach dem Kunstbegriff und vor allem nach dem westlichen, nach dem europäischen, nach dem asiatischen, nach dem amerikanischen, afrikanischen relativ problematisch finde, weil das irgendwo suggeriert, es gäbe so in sich geschlossene Kunstbegriffe, die in irgendeiner Form essentialistisch wären. Und von daher versuche ich zum Beispiel auch weniger von afrikanischer Kunst zu sprechen, als eben von der Kunst Afrikas, weil ich glaube, dass das das etwas stärker trifft. Und zum anderen, aber das hat ja Christian im Grunde auch schon gesagt, ist natürlich auch der europäische oder der europäische Kunstbegriff, der vor allem jetzt von der Autonomie ausging, ja auch erstmal ein Konstrukt gewesen und dann per se auch natürlich oder auch bis heute natürlich alles andere als stabil gewesen. Also von daher finde ich das relativ problematisch, aber es ist natürlich bemerkenswert und es hat was zu bedeuten und ich glaube, dem muss man sich zuwenden, dass diese Diskussion, und das hat man glaube ich in dem Film auch eben ja oder in eurer Performance, in eurem Gespräch auch sehr gut gesehen, dass aber sofort natürlich diese Diskussion in diese Richtung gehen, was ist denn authentisch afrikanisch und ist es das noch, wenn es mit Medieneinsatz geschieht oder nicht. Also das war ein Punkt, den ich noch machen wollte. Ein anderer Punkt geht aber jetzt eigentlich auch in die Richtung, was Christian am Ende noch sagte, ist, dass ich eigentlich denke, dass man, indem man, also europäisch und das andere, also indem man das so ganz stark dichotomisiert immer, dass man damit irgendwo auch was reproduziert und vielleicht auch nicht mehr weiterkommt und vielleicht sogar hinter etwas zurückbleibt, was in der Diskussion früher schon mal auch weiter gewesen ist. Also mit anderen Worten wäre vielleicht so meine Überlegung, wie man dieses Dilemma auflösen könnte, würden eigentlich stark in die Richtung gehen, dass man eben auch, und das ist jetzt nicht verwunderlich, weil ich eben auch als Kunsthistorikerin forschend arbeite, dass ich eigentlich denke, da ist auch die
Kunstgeschichte stark gefragt, und zwar eben nicht nur die aus Europa agierende, sondern auch gerade die aus Afrika oder Kolleginnen, Kollegen aus Amerika, die aus Afrika kommen, dass man eben auch stärker sozusagen die Wechselbeziehungen, also dass man eigentlich stärker die Kunstgeschichten Afrikas erforscht, weil dann würde man zum Beispiel sicherlich auch sagen müssen, dass einerseits diese ganzen Workshop-Bewegungen, die Christian angesprochen hat, die es in verschiedenen Ländern gegeben hat, als so koloniale Projekte, die mit ganz eigenen Vorstellungen kamen von dem, was Afrikaner für Kunst produzieren, einerseits natürlich weit verbreitet sind. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt einerseits banal, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das anzugucken, gibt es natürlich auch ganz andere Kunstgeschichten und ganz andere Kunstszenen in Nordafrika beispielsweise oder in Ägypten. Da geht es ja in der Ausstellung auch ganz stark drum. Und das finde ich interessant, da gibt es sehr spannende Untersuchungen darüber, wie zum Beispiel auch so die Konstruktion von Stil, was, wenn man so will, ja auch so eine Obsession beinahe gewesen ist, lange Zeit der europäischen Kunstgeschichte, wie das aber wirklich Hand in Hand gegangen ist zwischen europäischen Orientalisten, Reisenden und so weiter, Bildproduzenten, aber eben auch von der lokalen Elite mit sozusagen getragen wurde. Ja? Also das wäre nur so ein Beispiel. Und das, also ich sehe ja gerade so ein bisschen Unverständnis oder als wäre es nicht ganz klar. Also ich glaube, da gibt es eben viele Beispiele dafür, die eben zeigen, dass es doch nicht so summarisch ist. Und ich glaube, es ginge darum, diese Beispiele zu erforschen. Und dann würde man auch aus anderen, also auch diese These von den Traditionen abgeschnitten, einerseits, ja, es gibt, und ich meine, das wissen wir ja auch, dass es auch diverse Bewegungen gegeben hat, um eben gerade da emanzipatorisch nach der Unabhängigkeit anzuknüpfen, wobei es dann auch natürlich auch Projekte waren, die irgendwann ziemlich schnell auch staatlich vereinnahmt worden sind. Aber ich glaube, da würde ich jetzt auch, hier würde ich auch aufhören jetzt. Vielen Dank, das gibt uns auch sehr viel Stoff zum Denken und zu diskutieren. Wie viel muss man über Geld und Wirtschaft reden, wenn man über die Kunst redet? Das ist eigentlich die Frage in der Runde. Ja, schwer. Er meint, Christian meint, als Bankier ist hier kein Banker. Also, ich produziere zwar Geld. Ja. Das ist schwer. Die Kunst, wie ich das gelernt habe, wie ich das sehe bis heute, das geht nur um Geld. Und die Frage selber, die Definition der Kunst selber, da würde ich nochmal zurückkommen, weil das würde interpretieren, die Kunst selber in Praxis in Afrika, was wir haben produziert, würde nicht als Kunst akzeptiert von den Europäern. Wir haben begonnen, erstmal in der 18. Jahrhundert. Also das ist die große britische Expedition 1897, die Plünderung dieser Oberpalast in Benin, die aktuelle Nigeria, wurde diese ganze Schatzkammer von dem König der Ober in Benin alles geräumt von den Briten und haben das versteigert in London, einer veröffentlichten Raum im London Palast, die Versteigerung davon bis heute. Haben wir gesehen, was ich gelernt habe zu dieser Museumgeschichte, viele, was in dem europäischen Museum, diese Kunstschatz aus Benin, Nigeria, stammen von dieser Plünderung. Und so geht es weiter. Was Kunst bedeutet, wird auch von hier konzipiert und interpretiert und außerhalb auch europäischer Kontext. Kunst wird auch so definiert. Unsere Kunst erstmal, was wir haben, was die sagen jetzt, afrikanische Kunst, was damals primitiv Kunst bedeutet, wurde heute einfach neu interpretiert. Das wurde afrikanische Kunst genannt, die alte Kunst Afrika. Dann kommt die Gegenwartkunst, zeitgenössische Kunst, das ist das aktuelle Thema, wo wir gerade diskutieren.
Und in meiner Perspektive, wie immer, ich gehöre zu dieser Tendenz, das, was ich gelernt von den Europäern, also diese Kunst in der Praxis, tägliche Praxis, was ich heute mache, und versuche neu zu interpretieren, diese ökonomische Fakt. Weil zum ersten Mal, wenn ich das praktiziert habe, als ich damals Kunst gelernt habe, ich wusste nicht, das geht um die Business, das geht um wirtschaftliche. Das war erst einmal Interesse, mein eigenes Interesse. Ich wollte Kunst praktizieren. Die andere Dimension habe ich entdeckt, als ich tatsächlich in Afrika, ich war noch nicht mal hier, da habe ich verstanden, nachdem ich eingeladen war von einer Persönlichkeit, die unsere Stadtpräsident war, hat mich persönlich eingeladen und der war derjenige, der meine erste Kunstsammlung gekauft. Sehr jung. Ich war noch sehr jung. Dann bin ich in meiner eigenen Heimat Millionär geworden. Viel Geld habe ich verkauft. Die gesamte Sammlung hat Senor von mir, meine ganze Kollektion, gekauft. Aha, das öffnet meine Antenne und sagt, okay, das kann man so viel Geld machen mit uns. So geht weiter. Die Anerkennung, erst einmal. Das zweite ist, als ich in Europa komme hier, ich war nicht Millionär, wie ich das erwartet. Ich habe gedacht, ich war auch mich nicht konfrontiert mit solchen, ich war schon eine Privilegierte. Okay. Meine Begegnung zu Europa geht eigentlich an diese konzeptuelle Wege. Ich habe andere Künstler getroffen und ich habe leidet unter anderem Probleme, deswegen meine Kunst ist konzeptuell geworden. Das war notwendig, sofort eine neue Antwort zu dieser postkolonialen Geschichte. Künstler, wie gesagt, die müssen auch eine Antwort geben, genau wie die Politiker. Meine Antwort geht um Afrika in einem historischen Kontext. Warum Afrika so reich ist und gleichzeitig so arm ist. Dann kommt wiederum diese Geldfrage. Ich komme zu dem Punkt, dann ich sage, okay, das geht um Geld. Jetzt macht tatsächlich das Geld. Deswegen, ich bin Milliardär geworden, mehr als Millionär, was er sagt, in der Kunst. Weil Kunst kann einem Menschen viel erlauben. Er hat mich erlaubt, eine neue Wege, diese Armut reich zu machen. Ich habe Afro kreiert. So komme ich zu dieser Bankengeschichte, weil ich gehöre einer der 17 Kolonien, französische Kolonien, die sind 17 Länder und wir haben ein gemeinsames Währung, das heißt Afro. Wir kommen nochmal, ich muss diese Geschichte sagen, weil es gibt ganz wenige Gelegenheiten, wo ich zu diesem Thema sprich, wenn es um Geld geht. Ich war weniger betroffen, aber Millionen von Afrikanern sind getroffen. Ich stehe da als Privilegierte. Ich sage, okay, ich muss was ändern. Dann. In die Kunst kann man wirklich was ändern. Das ist das Problem, um versuchen, einen Versuch, was zu ändern. Deswegen, ich sage, ich bin Utopist geworden. Mehr, also ich werde nicht idealistisch sagen, sondern Utopist. Ich schwöre es zu interpretieren. Das kann man viel sagen, aber kann man erklären, dass ich, der wartet auf seine Realisierung. Und durch diese irre Phänomen bin ich gelandet, weil wenn man verzweifelt ist, braucht man ein Werkzeug oder ein Instrument, damit du existieren, weiter existieren kannst. Die Diskussion war, und das ist immer sehr ernst für mich, wirklich ernst, weil wir würden nicht akzeptieren,
und für viele Ebenen. Das ist genauso die Kunst und alles, was diese Afrikaner praktizieren, was die praktizieren, oder so die Anerkennung, ist immer ein Problem. Sogar in, nicht in die Kunst, sondern in eine wissenschaftliche Ebene auch. Cheikh Anta Diop, ein großer Wissenschaftler, wo seine These wurde nie akzeptiert. Und das ist in der Kunst auch so, was wir heute praktizieren. Ich habe keine Hemmung, je n'ai pas honte de le dire. Ich habe keine Hemmung, ich muss das sagen, was wir von den Europäern lernen, diese Kunst, was wir praktizieren heute. Viele meiner Kollegen haben das in Europa auch gelernt und das ist, was man nennt in dieser zeitgenössischen Kunst, also Contemporary Art oder Art Contemporary Africa. Erstens mal sozusagen gibt es ja einfach mal auch das Problem des Reisen, Nicht-Reisens. Nicht nur, das ist nicht nur ökonomisch, sondern auch eins, was wir wissen, was sozusagen vom Norden in den Süden einfacher ist als vom Süden in den Norden. Das ist einfach europäische Gesetzgebung, die massiv ist. Also so locker ist das mit der Globalisierung sicherlich nicht. Aber ich glaube, das Problem ist, wie sozusagen Infrastrukturen. Ja? Infrastrukturen, wie hält man sich über Wasser? Und das ist nicht immer nur eine Frage des Geldes, weil dann wäre ja Dubai auch ein super Ort, ja, wo jetzt ganz viel investiert wird, nur gibt es da keine Kunstszene. Die muss man künstlich schaffen. Also sozusagen, wie entwickelt sich etwas, wie wird etwas gefördert, was da ist und wie sozusagen organisiert man sich so, dass man das einfordert und positioniert in Ländern, die ja noch nicht ganz arm sind, wie zum Teil. Also das hast du ja auch mal kurz angesprochen. Das Geld ist ja durchaus da. Es wurde auch früher anders verteilt. Da stecken für mich Fragen, die aber dann doch definitiv Unterschiede aufzeigen. Also wenn es keine Bundeskulturstiftung und so weiter gibt, dann ist es ein Markt, der sicherlich noch viel exotisierender und schräger sich organisiert, als das sozusagen in Europa oder USA sich zurzeit positioniert. Also du musst dich sozusagen zum afrikanischen Künstler erst machen, um auf einem Markt zu bestehen. Und zwar für Europa, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, weil die Eliten auch gerne mal sozusagen sogenannte afrikanische Kunst haben wollen. Also sozusagen, mir wäre dann interessiert, sozusagen diese an diesen Asymmetrien nochmal weiterzugehen und ich weiß da wirklich keine Lösung. Die Lösung kommt zurzeit von Förderinstitutionen aus dem Norden. Das ist immer noch ganz okay, aber das ist für mich sozusagen keine Lösung. Als erst deine Frage auch gewesen nach den ökonomischen Gesichtspunkten und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher, dass natürlich auch die einzelnen Länder ganz unterschiedlich aufgestellt sind mit eigenen Kunstinfrastrukturen, die es teilweise gegeben hat, die es zum Teil auch gibt oder die es zum Teil, also ich denke jetzt an ein Land wie Nigeria, was überaus wohlhabende, reiche Privatsammler auch hat, die aber auch natürlich eine ganz eigene Vorstellung davon haben, was in dem Fall nigerianische Kunst ist und was Jochen Becker gerade sagte eben, wo man sich dann zum nigerianischen Künstler machen muss und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, etwas, was mitunter vielleicht auch gerade in dem Berliner Kontext auch nicht wirklich so ganz kritisch diskutiert wird. Ist es natürlich richtig, dass die Goethe-Institute und die IFA, Institut für Auslandsbeziehungen, auch die Kulturstiftung mit dem Turn-Programm und so einerseits natürlich eine wichtige Funktion innehaben, indem man sich da als Künstler oder Kurator, Kuratorin mit Projekten bewerben kann. Aber im Grunde würde ich sagen, wird da natürlich auch ein ganz bestimmtes Bild reproduziert, der unabhängigen Kunstträume, der unabhängigen Künstler, die auch eben, was Christian Hanusek schon gesagt hat, natürlich auch ein ganz bestimmten Bild, vielleicht jetzt nicht dem afrikanischen Künstler entsprechen müssen, aber dem kritischen Künstler, der eben auch weniger sich in Medienmalerei ausdrückt, sondern der partizipativ arbeitet, der im öffentlichen Raum arbeitet und damit natürlich letztendlich auch wieder ganz stark auch Einfluss genommen wird über das, was dann unter zeitgenössischer Kunst aus Afrika zu verstehen sei. Und insofern letztendlich da auch keine Lösung in Sicht, sondern im Grunde sich da auch etwas reproduziert.
Also ich finde es super interessant, diese ganzen Gespräche. Und dann finde ich auch toll, mit man zu diesen Film da. Aber es gibt einen Punkt, finde ich so, es gibt so Künstler in Benin zum Beispiel. Also es gibt so eine junge Biennale in Afrika, die sich jetzt gerade aufbaut, sowas. Und die Biennale in Benin 2012 bis 2013 fand ich so interessant, dass diese Diaspora-Künstler, so wie Meshakaba oder Zinke, irgendwie Dominik, dass die sich so intelligent sich entschieden haben, dass die ab und zu in Berlin leben und dann auch in Europa leben, sowas. Also, und die haben auch diese Probleme, diese ganze Finanzierung und sowas. Aber es gibt so diese mutige Künstler, die sich sagen, wir kommen zurück, wir bauen etwas bei uns so auf, diese ganze Thema. Deshalb für mich auch dieser Punkt wäre auch vielleicht interessant hier zu sagen, dass einfach diese ganz Intellektuelle, weil es gab eine Diskussion, wo sind die ganze Intellektuellen? Die gibt es nicht, aber es gibt diese Meshakaba und so weiter, die sind vor Ort, die bauen da sowas, aber die müssen sich kämpfen mit diese ganzen Geldgeber, aber die sind vor Ort sowas. Das war ein Beispiel für diese Biennale in Benin 2012, wo diese Künstler sich schon zusammengesetzt haben. Einfach nur als so zusammengesetzt, es gibt mutige Leute, die vor Ort arbeiten. Die Biennale, wovon sie redet, war so eine Biennale. Genau, es war ein Konflikt, ja. Ja, das ist auch ein anderes Problem. Ich glaube, so muss auch was vor. Genau, das war so eine. So die Diaspora-Biennale und die lokale Biennale. Also, ja, es gab so die Finanzierung von Deutschen und Franzosen. Das war ein Konflikt, sowas. Aber trotzdem gibt es diese mutige Künstler, die sich mit diesem ganz auseinandersetzen. Ja, ich auch. Nee, das würde ich auch sagen. Also ist ja nicht nur eine reine Utopie, sondern es gibt tatsächlich einzelne Künstler, die das versuchen. Ich kenne selbst einige solche Projekte. Und das sind auch eben dann meistens Leute, die vielleicht außerhalb Afrikas leben, aber denen es ganz wichtig ist, in Afrika Projekte zu machen, die da oft dann auch sehr rausgehen aus dem, was diese, sagen wir mal, traditionelle und kontaminierte Kunstbegriffe betrifft. Ja? Also Pascal Taillou, der in Douala mit diesen ganzen fliegenden Händlern zusammengearbeitet hat, einen Riesenprojekt gemacht hat. Also solche Formen von sagen wir mal, lokaler Alltagskultur, die dann noch sehr stark sind. Ja? Und ich denke einfach, man muss schauen. Ich denke, es ist auch falsch zu sagen, und das wäre für mich ja eben auch, das ist ja auch koloniale Ideologie zu sagen, mit der Kolonisation war Schluss, seitdem gibt es keine afrikanische Kultur mehr, hier ist alles europäisch, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja? Natürlich haben sich ganz viele Dinge weiter erhalten und in Alltagskultur, natürlich vermischen die sich. Ja? Natürlich ist auch, wenn Afrikaner angefangen haben zu fotografieren, ist das nicht automatisch europäische Fotografie, nur weil die Fotografie in Europa erfunden wurde, sondern es ist natürlich sind das dann eigene Formen. Und ich denke, da gibt es ganz viele Ansätze für Kunst, aber auch für Kunsttheorie, die noch vielleicht viel zu wenig auch beachtet werden. Die letzten 50 Jahre gibt Institutionen, die sind keine afrikanische Institution, ausnahmsweise war nur Senegal ein Land, wo ein Ausnahme war. Ich habe das in den Filmen gesagt. Wir haben Subventionen von unserer Stadt bekommen. Wir wurden gefordert von allen. Das war ein Ausnahme wegen Segor. Nachdem er weggegangen ist, alles geändert. Also wer hat uns gefordert die letzten 50 Jahre? Das war Goethe-Institut, einer von den Instituten. Aber die erste bei den französischen Kolonien, die war französische Kulturzentrum. Die erste, wo die Kunst gefordert in diese Länder, waren immer die Europäer. Das war kein afrikanisches Interesse, ihre Interesse liegt wo? Anders. Die baut keine Schule, keine Universität, ausnahmsweise war nur im Senegal. Da wurde eine Schule gebaut, weil eine Diaspora-Mensch war unser Präsident. Das ist genauso, wie ist das so heutzutage die Kunst sehe, was er gerade sagte, Dominique. Das ist in Afrika wurde jetzt gemacht,
Biennale von Wer macht das? Die sind Diaspora-Künstler, wo die weit in die Welt war, überall. Dieses Beispiel, was gesagt wird, zu Meshek Gaba oder Dominik Simpe, und die kehren zurück nach Hause und bauen was. Ich habe meine Erfahrung von Mangel von Infrastrukturen, habe ich das Villa Gottfried gebaut in Senegal. Wir haben damals mit im Rahmen einer Biennale 2002 mit Christian Hamsek und Baruch Gottlieb dort in der Villa Gottfried angestellt. Wiederum kommt auch diese Frage, im Jahr 2000 habe ich eine internationale zeitgenössische Künstler aus Afrika, Patrick Levi Togo, in Berlin, nach Dakar, in Berlin getroffen zur Heimatkunst. Der hat mich gefragt, oh, mon frère, j'ai vu que tu as créé une Villa Gottfried, un espace de résidence pour artistes. Der fragt mich, der sagt, ja, ich habe gesehen, du hast eine Künstlerresidenz in Senegal gemacht. Es wurde, mir wurde interessiert, ich habe gesagt, Barthélemy, wenn du Geld hast, tut das. Er meinte, ja, ich werde das tun, aber nicht in der Stadt, sondern in meinem Heimatdorf. Er hat das getan. Er hat jetzt ein Residenzhaus, der Anjum Station heißt, und immer wiederum kehrt zurück Meshek Gaba und macht auch neue Espace. Ich glaube, diese ganze gesamte Diaspora-Kunst, vielleicht war es ganz am Anfang eine der Pioniere, wo die erste ein Grundstück gekauft und versuche, eine Residenz zu bauen und so viele Kunstaustauschprojekte. Ja, ich finde das auch mal wichtig, dass es stattfindet. Da muss ich mal euch mal Danke sagen im Namen von Aminata Traoré, die neulich mal hier in Berlin auch war und meinte einfach, was in Afrika fehlt, sind solche Strukturen, wo Menschen sich treffen und einfach austauschen. Deswegen sage ich euch Danke. Vielen Dank nochmal an Sie alle und vielen Dank für das Gespräch.